Hallo ihr Lieben, einen herzlichen 18. Dezember wünsche ich euch. Meine Freundin kommt gleich vorbei, deswegen muss ich mir jetzt ein bisschen sputen, dass ich das Video bis dahin aufgenommen habe, dass ich das dann schnell noch verarbeiten kann, hochladen kann. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Was habe ich gestern und heute bekommen? Gestern habe ich Folgendes bekommen. Ultra cool, Junge! Warte. Und wie Mensch, ne? Was soll ich sagen? Ultra cool, ne? Wieder ein perverses T-Shirt. Und heute habe ich Folgendes bekommen. Warum ist es wirklich so hell geworden? Diesen Knopf. Richtig, Panik! Los, Kamera, fokussiere. Ja, kann man auf die Tastatur aufkleben. Ultra cool, dann habe ich einen Panikknopf. Ne? Wenn ich mal in Panik gerate, Panik! Und dann mache ich irgendwie sowas, so einen Tanz oder sowas, keine Ahnung. Mein heutiges Thema ist YouTube. Ganz akut, mir ist aufgefallen, ich habe bei mir auf der Startseite was gesehen. Ein Video, klick drauf, schau mir es an und habe dann auch eine Frage gestellt. Das war bei irgendeinem Video von Ungespielt, beziehungsweise Ungefilmt, ne? Sein anderer Kanal eben, wo er sich filmt. Also er ungefilmt ist, was? Und da habe ich ausnahmsweise, muss man an dem Punkt direkt sagen, ist gleich auf, eben mal da reingeschaut und hab kommentiert und plötzlich haben mich zwei Leute, hey, dich kenne ich doch oder du hier, so ungefähr, also ich bin schon ganz schön bekannt, ne Quatsch, worauf wollte ich jetzt hinaus, genau, mein YouTube-Verhalten an sich, ich habe mir das Video da angeschaut und naja, es war jetzt irgendwas, das war jetzt nicht so, irgend so eine Party, keine Ahnung, Inhalt habe ich, aber wer sich eben fragt, können sich ja eigentlich denken, weil ich andauernd über meine Zeit quengle. Was ich auf YouTube sonst so anstelle, früher habe ich sehr viel auf YouTube geschaut. Also wirklich geschaut. Eigentlich überwiegend fast nur zu 95%, 96%, 97% nur auf amerikanischen Kanälen. Sowas wie Egoraptor oder diesen Psychic Pebbles oder wie er heißt. Oder eben auch OniNG, richtig cooler Kerl. OniNG ist richtig geil. Ja, das habe ich halt immer schon gerne geguckt. Das ist halt viele von Newgrounds, also das sind die Leute, die auch früher von Newgrounds animiert haben oder für Newgrounds oder mit Newgrounds zusammen, keine Ahnung, ihr kennt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das waren die Kanäle, die ich immer geschaut habe und halt generell, was man so auf YouTube eben macht, Musik gehört und hin und her. Das mache ich heute eigentlich auch noch, während ich arbeite, mache ich mir Musik an. Meistens habe ich in YouTube dann eben meine Favoriten-Playlist und dann lasse ich die runternudeln. Aber sonst habe ich damals schon nicht viel geschaut. Auch als Wyland und ich mit dem Let's Play angefangen haben, habe ich jetzt für mich, ich weiß, dass er recht viel geschaut hat, um auch zu gucken, welche Trends es gibt und hin und her. Also da war Wyland echt immer dick dabei im Geschäft und ich habe halt das nicht so betrieben. Ich bin auch jemand, der selbst spielen muss. Ich kann nicht bei jemandem lange zugucken. Ich kann schon zugucken, also in gewisse Spiele und gewisse Personen. Wenn meine Freundin hier Viva Pinata spielt und dann vor sich rumhüpft und rumquietscht und sowas, da kann ich natürlich sehr lange zugucken, ist ja klar. Oder wenn sie GTA spielt und gegen irgendwelche Sachen fährt oder halt rumquietscht, ihr wisst schon, was ich meine, Mädchen halt, das geht. Aber sonst ist es echt schwierig. Und für mich ist es noch viel schwieriger, ein Let's Play anzuschauen. Also ich gucke überhaupt keine Let's Plays, vor allem nicht, also vor allem keine normalen Let's Plays, also die einfach laufen. Ich will nicht sagen, dass es nicht möglich ist, dass man ein laufendes Let's Play, also ein ungeschnittenes Let's Play, spannend gestalten kann. Aber bis jetzt habe ich noch niemanden gefunden, der das für mich spannend oder ausreichend spannend genug gestalten konnte, dass ich wirklich 15 Minuten am Stück mir irgend so ein Let's Play reinziehe. Wenn, dann gucke ich mir halt schon besondere Sachen an. Also eben auch ähnlich die Dinge, natürlich die mir gefallen, die ich auch selbst mache, ist klar. Dann macht er eher das, was einem selbst gefällt. Sowas schaue ich mir dann doch, würde ich mir dann doch mal anschauen, wenn dann aber wiederum auch die Zeit da wäre. Ist einfach keine Zeit, um irgendwie auf YouTube großartig rumzugucken. Natürlich habe ich da meine Leute in der Liste drin, in dieser rechts. Guck da auch mal bei jedem rein. Guck mal bei jedem rein und abonniert sie einfach mehrfach. Da schaue ich dann natürlich ab und an mal vorbei, also im Monat schon einige Male. Oder auch bei Heimburg. Heimburg! Aber sonst ist es echt schwierig. Also ich suche auf jeden Fall nicht rum. Ich habe jetzt schon die letzten paar Tage habe ich viele Abonnenten bekommen, die mich anschreiben, die mich auf Facebook oder auf YouTube anschreiben und sagen, hey, ich habe einfach rumgeguckt und habe dich plötzlich gefunden. Das ist echt fantastisch, dass man heutzutage noch einfach so gefunden wird. Da freue ich mich natürlich auch stark, dass ich einfach so gefunden werde. Aber sonst, also ich bin auf jeden Fall nicht jemand, der sucht. Ich hocke mich jetzt nicht hin und sage, wow, jetzt suche ich aber mal einen YouTuber. Meine eigenen Videos schaue ich mir übrigens auch an, einmal, nachdem ich sie hochgeladen habe, um mal zu gucken, ob alles drin ist. Wie handhabt ihr das? Sucht ihr tatsächlich nach neuen Leuten, speziell jetzt im Gaming-Bereich, die irgendwas spielen? Oder sucht ihr YouTuber für euch, wo ihr sagt, ich suche jetzt 5 neue, die ich jetzt gucke, oder ich suche jetzt einen neuen, den ich ab jetzt immer schauen will? Wie macht ihr das? Wie macht ihr das? Wie habt ihr mich überhaupt gefunden? Hör auf jetzt! Was er meine Schnecke geschenkt hat, warte mal. Meine Madame arbeitet ja im Kindergarten und da macht man oft mit Stempeln und sowas rum, schaut, was sie für mich gemacht hat. Ah, ich weiß. Okay, jetzt aber gute Nacht. Ciao, ciao.